Hallo Leute, es geht weiter mit American McGee's Alice. Und ja, das letzte Stückchen hatte ich mich nicht verabschiedet, weil es nicht mehr aufgenommen hatte wegen Speicher und so. Und ich habe jetzt auch gerade eben schon echt bestimmt ein paar Minuten aufgenommen und es ist nur Kacke dabei rausgekommen. Ich bin schon innerlich wieder halb am Ausrasten. Ich komme hier einfach echt nicht klar. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber ich werde hier ständig an die Seite geschoben und was weiß ich nicht was. Und ich laufe jetzt einfach mal hier geradeaus und guck mal, was hier kommt. Weil ich glaube, ich war noch gar nicht ganz auf der anderen Seite. Ach so, hier komme ich jetzt her, oder was? Komme ich hier... Ach so. Ja, okay, alles klar. Hier komme ich her, dann muss ich ja da rüber auf die andere Seite, oder wie? Oder zu dem anderen Mann hier. Der ist aber richtig schwer. Richtig schwer, der bombardiert mich die ganze Zeit. Ich habe es jetzt schon 1000 Mal versucht. Ja, genau das passiert. Und wenn ich mitten so stehe, dann... Oder ich fall runter, dann... Das ist auch total gut. Echt, könnte ich jubeln. Richtig jubeln. Sie stirbt, sie stirbt, sie stirbt, sie stirbt. Ja, stirb doch. Stirb doch. Genau das passiert mir jetzt schon seit Minuten. Und ich habe das jetzt schon alles weggeschnitten und dachte, ich mache das jetzt nochmal, den Part. Läuft aber auch nicht gerade besser. Komm, rein da in die erste. Das passiert dann auch noch. Ich sterbe auch gerade freiwillig. Ist mir scheißegal. Ja, ersticke. Du hast es nicht anders verdient, Alice. Ich meine, du hilfst mir ja nicht besonders hier mit deiner Art und Weise. Ja, ist okay. So. Stirb. 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 Haha. Hat nicht geklappt. Du Arsch. Ach, scheiße. Mein Fehler. Nein. Nein, 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 nein. Mann. Was passiert? Nein. Mann. Oh, ich war so gut. So nah war ich noch nie. Oh. Oh. Ich bin hier in der Seite. Ich bin hier in der Seite. Moment mal. Moment, wenn ich jetzt hier speichere. Ich meine, ich habe keinen Mana. Das ist ein bisschen scheiße und so. Aber oh Gott. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Stirb. Stirb. Da oben. Komm, wirf ein Ding. Stirb. Stirb. Ah, ich habe keinen Mana. Ich habe keinen Mana. Ist er tot? Ja, er ist tot. Komm her. Und jetzt die Energie runter. Zu mir. Zu mir. Zu mir. Ich will Energie. Mano. Ey, das ist aber voll gut. Ich meine, ich bin hier voll kurz vorm Sterben. Aber wenn ich den einen Sprung hier rüber schaffe, dann... kann er mir nichts mehr tun und so. Ne, ihr wisst hier. So, ich speichere jetzt hier und muss perfekt spielen. Das ist schon mal gut. Die Energie könnte man sich ja gleich noch holen. Erstmal ein bisschen hin und her schwingen. So, und dann rüber. Hallo, nimm sie dir. Juhu! Ein bisschen, es ist zwar nur ein bisschen, aber besser als gar nichts. Und dann kann ich hier rüber auf die andere Seite und bin endlich da. Ich hab's geschafft. Schau nur, Diddledum, es ist Alice sowieso aus dem Irrenhaus. Die Lieblingsirre der Erzieherin. Ach ja, wer hat die denn rausgelassen? Die machen sicher uns dafür verantwortlich. Sie braucht Medizin. Starke Medizin. Kriegt sie nichts zu essen? Wohl kaum. Ist wie ein Spatz. Ein bisschen Fleisch auf den Rippen und sie wäre ein Leckerbissen. Widerwärtige, ekelhafte Flegel. Ich hab was für eure Bäuche. Je größer sie sind, desto härter fallen sie. Erspar mir die Weisheiten. Was rätst du mir? Nutze ihre Größe gegen sie. Oh oh. Ich hab doch kein Mana. Ich hab doch kein Mana. Oh, ich muss doch da oben. Dann... kann ich die Uhren kaputt machen da hinten? Oh, ich speichere hier schnell mal. Also es hat bestimmt automatisch gespeichert, aber trotzdem. Shit. Ja, und schon ist sie tot. Okay, weil da hinten sehe ich auch schon kaputte Uhren und ja. Mist.
Mist, das schaffe ich niemals. Und es liegt jetzt immer ab der Stelle, wo, naja. Ja, das kriege ich so nicht hin. Die kommen gerade in dem Moment alle auf mich zu. Scheiße. Ja, dann... Ah, Mist. Mann, warum erwischen die mich immer? Wenn ich ein bisschen ausweichen könnte, würde ich es ja schaffen. Scheiße. Mann, ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Ach, wie blöd. Geht nicht anders. Ich habe viel zu wenig Energie. Ich habe auch keinen Bock, gegen den Robo nochmal hier zu kämpfen. Ich bin so stolz, dass ich das überhaupt mal gebacken gekriegt habe. Es hat Minuten gebraucht. Gibt's hier nicht noch mehr Energie irgendwo? Dann würde ich nicht so mit so schlechter Energie reingehen in den Kampf. Aber ich kann ja zumindest schon mal eine andere Waffe nehmen und hier speichern. Nutze das Gewicht und bla bla bla. Sowieso aus dem Irrenhaus. Die Lieblingsirre der Erzieherin. Boah, das schaffe ich nie. Geh kaputt, du Uhr. Geh kaputt. Ja, tot. Aber ich habe ja gerade eben gespeichert. Nicht ganz so katastrophal. Vielleicht ist die Waffe auch einfach nicht gut genug. Ach, die Dämonen, die nehme ich mal. Die sind vielleicht ganz hilfreich an dieser Stelle. Schau nur, Dideldum, es ist Alice sowieso aus dem Irrenhaus. Komm, wirf das Ding doch mal. Ey, wirf es doch mal. Ja, ist gut. Alice, du bist scheiße. Ist okay. Ja, noch einer drauf und du stirbst. Echt, Mädel. Und jetzt wirf das Ding. Mist. Ich habe nicht genug Mana. Es ist einfach so. Und ich finde es ein bisschen unfair, dass man nicht mit voller Energie in den Kampf geht, so, sondern mit dem, was man zuletzt hatte. Ist zwar realistischer, aber bei den Kämpfen echt. Und vor allem ist hier nur eine Lebensenergie. Warum verpuffen die immer? Warum verpuffen meine Dämonen? Ich verstehe das nie. Da ist wieder Energie. Ich bin kurz vorm Sterben und habe bis jetzt noch nicht einmal einen Dreh rausgekriegt. Ja. Wie tötet man die? Also ich habe das Gefühl, ich hätte auch noch nicht einmal einen getroffen. Wie denn? Wie? Schau nur, ja, die ja. Dumme, es ist Alice sowieso aus dem Irrenhaus. Wenn wir, aha, also jetzt hat er... Okay. Die kann ich gar nicht kaputt machen, oder was? Hm. Also ich habe ihn gerade so umgeworfen und dann hat er eine andere Waffe in der Hand gehabt. Ja, deine Waffe vielleicht mal. Ja, jetzt stirbt sie wieder. Scheiße, wie geht denn das? Ey, was mache ich hier? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich
mache den Dicken wieder und dann lässt er seinen... Schau nur, Dideldum, es ist Alice sowieso aus dem Irrenhaus. Die Lieblingsirre der Erzieherin. Ja, direkt tot. Scheiße, ey. Ich werde jetzt mal einen Cut machen und ein bisschen alleine rumprobieren, wie man die überhaupt angreift. Und dann sehen wir uns gleich wieder, weil das ist echt mit so wenig Mana super schwer. Und ich werde jetzt nicht nochmal alles machen, damit ich mehr Energie habe am Anfang. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe ein bisschen rumprobiert. Und irgendwie ist das hier die beste Variante. Weil das Ding macht überall Feuer und ist ja immer gut bei mehreren Gegnern, die vor allem immer eher so am Fleck sind. Und die brennen jetzt da unten schon mal alle. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, alle hinzukriegen. Aber zumindest kriege ich nach und nach ein bisschen Energie wieder. Und das ist schon mal super. Das ist schon mal richtig gut. Einfach werfen und sich zwischendurch Energie wiederholen. Halt immer in Bewegung bleiben und so. Und mal gucken, wie weit ich dann komme. Weil der brennt ja sogar in der Luft. Das finde ich total gut. Und ich glaube, weil die Größe und so... fängt ja an. Ich weiß nicht, ob die Kleinen auch mal sterben. Ich habe keine Ahnung hier. Scheiße. Ja, ich habe es wieder nicht hingekriegt. Ist so merkwürdig. Halt nach der Größe. Je größer die sind, desto mehr tut es ihnen ja weh. Ich habe keine Ahnung. Ob ich erst den Großen oder erst den Kleinen... aus dem Irrenhaus. Die Lieblingsirre der Erzieherin. Die brennen schon mal. Finde ich super. Und er verfolgt mich halt voll, als ob ich ihn halt auch mal irgendwie platt kriegen sollte. Scheiße, die Energie konnte ich mir nicht holen. Mann. Wie viele kriege ich platt? Oder stehen die immer wieder auf? Ich blicke hier nicht durch, aber ich habe voll viel Energie da unten schon. Eins, zwei und werfen und weiterlaufen. Und da ist auch noch mehr Energie. Und jetzt speichere ich gleich mal. So. Hier mache ich jetzt ganz schnell mal eine Speicherung. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist. So viel Energie. Jetzt sterbt doch mal alle, echt. Shit, ich brenne. Ist aber nicht schlimm, hört gleich auf. So. Komm. Sterbt. Ist doch voll gut. Yay. Richtig gut. Renne. So, jetzt könnte ich doch mal den Eisstab nehmen. Nein, es kommen ja immer mehr wieder. Scheiße. Oh nein. Aber ich bin so gut dabei. Ich habe wenigstens mal wieder ein bisschen Mana. Stirb. Ja, der Dicke ist tot. Der Dicke ist tot. Ja, ich hab's geschafft. Also der Dicke. Schlechtes Timing. Echte Hilfe ist heutzutage selten. Komm rein, ich habe gerade Tee aufgesetzt. Was? Ich trinke nur mit Freunden Tee. Und ich bin einer davon. Ehrlich, das ist die Wahrheit. Oh, ich vergaß. Die Wahrheit ist dir nicht so ganz geheuer. Was sagt der Richtige? Die Wahrheit ist bitter, wenn man sie fürchtet. Ich fürchte nichts. Falsch, du fürchtest einiges. Die Rückkehr zum Rathaus zum Beispiel. Die Erinnerung, aufgrund derer du dort warst. Nach ein paar Jahrhunderten Beobachtung. Oh ja, du fürchtest vieles. Man kann diese Dinge natürlich alle meiden. Und wie? Bitte, sag's mir. Oh yeah, endlich das nächste Level. Oh, ich bin so froh. Oh, das nächste Level heißt Verrücktes Uhrwerk. Klingt auch nicht gerade super, aber... boah, endlich. Das hat so lang gedauert. Es war so schwer. Ich habe so oft
es versucht und versucht und dann hinterher gedacht, nee, das kann man auch so nicht hochladen und dann nochmal ein Schnitt und nochmal wieder ein Versuch und immer wieder gestorben. Das war jetzt echt gut eigentlich. Also mit dem Feuerding habe ich sie eigentlich alle platt gekriegt. Dann waren schon mal so viele halt auf einmal weg und der Dicke sollte halt als erstes sterben und ich habe ein bisschen Schiss gehabt, dass es mit dem Dolch nicht reicht, aber es reichte und darüber bin ich sehr, sehr froh. Hach, jetzt geht's für euch nämlich auch weiter. So. Nehme mal eine andere Waffe wieder. Ah. Komm, nicht du. Gott sei Dank habe ich diese neue Waffe. Die hilft bei den Hexen wesentlich schneller als alles andere, was ich je hatte. Oh Mann, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich hier als erstes hin soll. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Interessant genug, dass ich speichere. Dann muss ich die Hexe wenigstens nicht noch immer machen. Gehen wir mal hier hin. Laufen wir mal einfach weiter. Okay, hier geht eine Tür auf, aber... Nee, Mana habe ich noch. Gut, dann gehe ich hier rein. Hallo. Huch, Spinne. Spinne. Laufen wir mal hier lang und benutzen den Hebel. Kann ich die Uhr kaputt machen? Nö. So, was hat sich jetzt geändert? Oh, bestimmt alles. Bestimmt muss ich hier immer die Hebel jetzt ändern. Ich höre eine Spinne oder sowas. Nee, da ist auch noch ein Hebel. So, nu. Ganz viele Hebel. Das dreht sich jetzt hier so in der Mitte. Okay. Komme ich hier nicht her? Oh, ich komme hier gar nicht mehr zurück. Ach nee, ich bin ganz woanders wie vorher. Manchmal ist der Schein ehrlicher als die Realität. Oh. Wie merkwürdig. Wir sehen uns selber mit der Katze. Kann ich mich selber hauen? Dann verliere ich nur Energie. Oh, komm, Biedel. So. Da ist eine Uhr kaputt, okay. Kann ich die wieder kaputt machen? Anscheinend nicht. Ich speichere mal lieber. Ich weiß irgendwie nicht, was das alles hier zu bedeuten hat. Oh, ach, die Dinger fallen so runter. Deswegen schaffe ich das die ganze Zeit nicht. Hä, ich wundere mich schon. Kann ich hier rüberspringen? Nein, das ist ein Spiegel. Dann geh da raus. Dann schaffst du das nicht. Wie komme ich... Wenn das ein Spiegel ist, kann ich den kaputt machen? Nee. Ach so, hier kann ich lang. Hier kann ich nicht lang. Wo soll ich hin? Wow! Oh, erschreck mich doch nicht so. Ach ja. Voll der Riesenschlüssel hier. Und auch dieser Hutmacher. Oh, die Geräusche. Ist alles schon heftig hier. Wo soll ich hin? Komme ich hierher? War ich hier schon? Ich verliere voll die Orientierung. Da vielleicht lang? Oh.
Ich könnte mich da runterfallen lassen, mache ich aber nicht. Nee, hier kann ich aber nicht lang. Dann speichere ich mal an der Stelle. Und gehe da runter. Oh, das ist aber ganz gut anscheinend. Sei wieder normal, Alice. Okay, das habe ich geschafft. Hier hätte ich runtergesollt. Die Tür geht nicht auf. Gehen wir mal hier rein. Oh Gott, wie schrecklich. Mach auf! Da kommt Hilfe! Nur ein Mensch. Wahrscheinlich keine Hilfe. Bitte befreie uns von dieser Maschine. Oder gib uns Tee, wenn du willst. Habt ihr bei Tisch umgezogen? Habt ihr geschlürft oder mit vollem Mund gesprochen? Gesteht. Nichts dergleichen haben wir getan. Der Hutmacher ist verrückt und fragt uns, was ist der Unterschied zwischen der Königin und einem Taifun? Beide sind mächtig und zerstörerisch. Aber der Taifun hat nicht die Absicht, böse zu sein. Gute Antwort, falsch, aber gut. Oh, das tut mir leid. Ihr seid in großer Gefahr. Wo ist euer Gastgeber? Wirklich in Gefahr? Sind wir das? Hase, ich will nach Hause. Wir sind schon viel zu lange hier. Der Hutmacher kommt um 6. Schlag 6. Verweigert uns ständig den Tee. Wie grausam. Und seine Medizin macht mich. Oh mein Gott, wie schrecklich. Was werde ich jetzt hier als nächstes tun müssen? Den Hebel wahrscheinlich betätigen. Ja, aber was dann passiert? Auch der Junge hier. Und es ist einfach nur grausam, abartig und eklig und schrecklich. Und ja, das schreckliche, grausame geht weiter im nächsten Part. Vielen Dank fürs Reinschauen.